Billie Eilish Pirate Baird O'Connell oder kurz Billie Eilish. Sie ist momentan das Symbol einer ganzen Generation, der Millennials. Die gerade mal 17-jährige Sängerin aus Los Angeles ist inzwischen so etwas wie der weibliche Justin Bieber. Ihr Debütalbum When We Fall Asleep, Where Do We Go war in dutzenden Ländern auf Platz 1 der Charts. Ihre Musikvideos wurden Milliarden Male gesehen und auf Instagram folgen ihr inzwischen 31 Millionen Menschen. Sie spielt Konzerte vor zigtausenden Menschen, ist der Headliner auf internationalen Festivals und war schon so gut wie in jeder Talkshow und hängt mit den prominentesten Menschen des Showbusiness ab. Aber Billie Eilish ist nicht nur aufgrund ihres Erfolges eine außergewöhnliche Person. In Interviews und auch in ihrer Musik offenbart sie immer wieder, dass sie nicht ganz normal ist. Sie tanzt vollkommen aus der Reihe und scheint eine ziemlich düstere und pessimistische Sicht auf sich und ihr Leben zu haben. Trotz des Erfolges, sagt sie, ist bei ihr nicht gerade alles in Ordnung. Daher blicken wir in diesem Video hinter die Kulissen und in die Vergangenheit von Billie Eilish und zeigen euch nicht nur ihre Erfolgsgeschichte, sondern auch die traurige Wahrheit über ihre Person. Deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns bei der Gelegenheit gerne mal in die Comments, was ihr von Billie Eilish haltet. Bewundert ihr sie für ihre Persönlichkeit oder ist sie euch einen Ticken zu abgedreht? Schauen wir zunächst auf die Lebensgeschichte von Billie Eilish. Billie wurde am 18. Dezember 2001 in Los Angeles geboren. Ihre Eltern waren die Schauspieler und Musiker Patrick O'Connell, der unter anderem in Iron Man mitspielte, und Maggie Baird, die zum Beispiel in der Verfilmung von Eragon zu sehen war. Während ihrer Kindheit erfuhr Billie demnach ein sehr kreatives und musikalisches Umfeld und Elternhaus. Ihr Vater spielte Klavier und Ukulele, ihre Mutter war auch als Songwriterin tätig und ihr Bruder verliebte sich in das Musizieren und produzierte somit eigene Songs und gründete in seiner Jugend eine eigene Band. Hinzu kam, dass Billie keine Schule besuchte, sondern zu Hause unterrichtet wurde, sodass der Einfluss ihrer Familie noch stärker war. Im Alter von 8 Jahren trat sie deshalb dem Los Angeles Children's Chorus bei, einem der besten Kinderchöre von Kalifornien. Dort sang sie 3 Jahre lang und hatte somit auch professionelles Stimmtraining. Im Alter von 11 Jahren fing Billie dann an, erstmals eigene Songs zu schreiben und diese natürlich auch zu singen. Etwa während dieser Zeit entdeckte sie außerdem ihre Leidenschaft für das Tanzen. Sie begann Tanzunterricht zu nehmen. 2015 schrieb ihr Bruder Phineas O'Connor, der wie schon erwähnt eine eigene Band hatte, für seine Band den Song Ocean Eyes. Er fragte seine Schwester, also Billie, ob diese den Song für ihn einsingen könnte. Also baute er in Billies Zimmer ein Mikrofon auf und nahm stundenlang mit ihr die Vocals für Ocean Eyes auf. Dies war also Billies erster Song. Später erzählte Billie in Interviews, wie schwierig dies war, da sie viele der Worte im Text nicht kannte und daher falsch aussprach. Das Ergebnis ihrer Aufnahmen gefiel Billie und ihrem Bruder so gut, dass Billie den Song ihrer Tanzlehrerin zeigte, weil sie gerne bei der nächsten Aufführung zu dem Song tanzen würde. Da der Song auch der Tanzlehrerin und den anderen Tanzschülerinnen gefiel, entschieden sich Billie und ihr Bruder Anfang 2016 schließlich, den Song bei dem Online-Musikdienst SoundCloud hochzuladen. Dort wurde der Song prompt ein viraler Hit und konnte innerhalb kürzester Zeit 10 Millionen Aufrufe verzeichnen. Daraufhin drehte Billie mit ihrem Bruder ein einfaches Musikvideo zu dem Song, das sie im März dann auf YouTube hochluden. Auch das Video erreichte Millionen von Views, sodass zahlreiche Plattenlabel auf Billie aufmerksam wurden und die Rechte an dem Song erwerben wollten. Das Label Darkroom und Interscope Records kauften schließlich die Rechte und der Song wurde ein voller kommerzieller Erfolg. Billie stand zu diesem Zeitpunkt mit gerade mal 14 Jahren, also mit einem Bein im Showbusiness. In der folgenden Zeit veröffentlichte Billie dann einen Song mit dem Titel 6 Feet Under sowie einige Remixes von Ocean Eyes und weitere einzelne Songs. Einer dieser Titel, nämlich der Song Bored, schaffte es dann auf den Soundtrack der Netflix-Serie Tote Mädchen lügen nicht, wodurch Billie nochmals populärer wurde. Inzwischen hatte sie schon über 100.000 Instagram-Follower, die alle gespannt auf ihre erste EP warteten. Im Sommer 2017 wurde die EP mit dem Titel Don't Smile at Me schließlich veröffentlicht. Einige Songs, wie zum Beispiel I Don't Wanna Be You Anymore, waren ein voller Erfolg, sodass Billie 2018 auf große Tour ging. Während ihrer Tour veröffentlichte sie außerdem das Feature Lovely mit dem Sänger Khalid, welches es erneut auf den Soundtrack von Tote Mädchen lügen nicht schaffte. Billie hatte inzwischen also einen Plattenvertrag und Tour-Agents. Circa ein Jahr später veröffentlichte sie dann ihr erstes Debütalbum, When We Fall Asleep, Where Do We Go?
Mit Singles wie When the Party is Over, Bury a Friend und Bad Guy landete Billie Eilish damit den Erfolg, der sie endgültig zum Weltstar machte. Sie war in zahlreichen Ländern auf Platz 1 der Albumcharts und wurde zu einem echten Promi. Übrigens schrieb auch für ihr Album nach wie vor ihr Bruder all ihre Songs. Billie verdankt ihren enormen musikalischen Erfolg also auch ganz maßgeblich dem Talent ihres Bruders. Dieser war schon jahrelang Songwriter und hat aufgrund seines musikalischen Talents 2011 schon in der Musical-Serie Glee eine Rolle bekommen. Außerdem gelten Billie und ihr Bruder als äußerst perfektionistisch. Billie nimmt einzelne Zeilen und Wörter ihrer Songs laut eigenen Angaben teilweise bis zu 90 Mal auf, bis sie den perfekten Klang erzielt hat. Aber natürlich gründet Billie Eilishs Erfolg nicht nur auf dem Talent ihres Bruders und nicht nur auf ihrem Perfektionismus, sondern auch auf ihren ganz persönlichen Eigenarten. Spätestens seit ihrem letzten Album wird in der Öffentlichkeit nämlich immer deutlicher, dass sie auch eine sehr ungewöhnliche Person ist. So verriet sie in einem Interview im Dezember 2018 zum Beispiel, dass sie am Tourette-Syndrom leidet. Dies ist bei ihr zwar nur in einer schwachen Form vorhanden, führt aber unter anderem zu kleineren motorischen Ticks und dazu, dass sie manchmal ungehemmt Bewegungen ausführt oder Laute von sich gibt. Neben dem Tourette-Syndrom hat Billie Eilish inzwischen auch zugegeben, dass sie bereits an Depressionen gelitten hat und öfter Opfer von depressiven Verstimmungen ist. Dies ist ein Grund dafür, dass sie auf Fotos so gut wie nie lächelnd zu sehen ist, da sie sich so nicht authentisch vorkommt. Außerdem handelt auch ihre Musik von ihren depressiven Symptomen. Immer wieder singt sie von Selbstzweifeln, von Angst und Phobien und davon, nicht mehr leben zu wollen. In Interviews kann sie dafür oft selbst keine Erklärung finden. Dennoch stellte sie in einigen Interviews bereits fest, dass ihr Ruhm und ihr Erfolg nichts daran geändert haben, sondern im Gegenteil ihre Depressionen eher noch bestätigt haben, da sie beispielsweise erfahren hat, dass viele berühmte Musiker und Musikerinnen wie sie im Grunde sehr traurige Menschen sind. We're all sad as hell. All these artists, we're sad as shit, dude. Everybody I know that's an artist, we are sad. So sagt Billie in Interviews traurigerweise sogar, dass sie sich selbst hasst, und zwar extrem, und dass sie daher auch keine Kinder bekommen möchte, da sie sich selbst nicht mal wertschätzen kann. I really, 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 really hate myself. Eine weitere Auffälligkeit an Billie Eilish ist, dass sie weitaus reifer ist als andere Jugendliche in ihrem Alter. Dies zeigt sich vor allem in ihren Interviews. Billie redet fast ausschließlich über tiefgründige Themen, zum Beispiel über die Bedeutungslosigkeit von allem, und sagt sogar von sich selbst, dass sie in ihrem Leben wahrscheinlich schon viel zu viele schlimme Dinge gesehen hat, die man in ihrem Alter noch nicht gesehen haben sollte. The fact that I'm gonna die one day, yeah, and that everyone around me is gonna die and no one will remember me after a certain point makes me feel so good. Like, because I could do the best thing in the world and nobody would remember it ever and I'll die and it won't matter and everyone else around me will die and it won't matter. Deshalb, und weil sie so einen besonderen Lebensweg hat, ist sie im Wesentlichen auch eine sehr einsame Person, da sie sich von wenigen Menschen verstanden fühlt. Es ist also ein Teufelskreis. Durch ihre außergewöhnliche Persönlichkeit ist sie oft isoliert gewesen, was sie wiederum noch einzigartiger macht, wodurch sie sich noch mehr isoliert. Und auch an dieser Einsamkeit hat sich durch ihren Ruhm im Grunde wenig geändert. Das Einzige, was sich laut ihr geändert hat, ist ihre Schüchternheit. Allerdings hat sich diese auch schon vor ihrem Erfolg gewandelt. Als Kind war sie nach eigenen Angaben nämlich sehr zurückhaltend und hat sich somit zuerst gar nicht getraut, vor anderen Menschen zu singen oder zu performen. Im Laufe ihrer Jugend hat sie diese Hemmungen allerdings verloren und ist heute geradezu bekannt dafür, sich anzuziehen, zu tanzen und zu singen, als wäre ihr im Grunde egal, was irgendjemand von ihr denkt. Wenn man sich Billie Eilishs Persönlichkeit anguckt, ist ihr Erfolg also gar kein Wunder mehr, zumal sie perfekt in unsere Zeit passt. Mit ihrer nihilistischen Haltung verkörpert sie gewissermaßen eine ganze Generation. Eine Generation, die keinen Krieg mehr erlebt hat. Eine Generation, die eigentlich alles hat, was sie jemals brauchen könnte und reicher ist als alle Generationen vor ihr und sich gerade deshalb fragt, was wohl der Sinn von all dem ist. Wie Tyler Durden es in Fight Club sagte, wir sind die Zweitgeborenen der Geschichte, Menschen ohne Zweck und ohne Ziel. Wir haben keinen großen Krieg, keine große Depression. Unser großer Krieg ist ein spiritueller, unsere große Depression ist unser Leben und wir sind kurz, ganz kurz vorm Ausrasten. Genau diese Haltung, genau dieses Lebensgefühl stellt Billie Eilish dar wie kaum eine zweite. Und ob es uns bewusst ist oder nicht, damit trifft sie einfach einen Nerv unserer Zeit.
Das war's mit unserem Video über Billie Eilish. Schreibt uns bei der Gelegenheit mal in die Kommentare, wie ihr Billie findet, und schreibt uns auch gerne, wenn ihr noch weitere Ideen habt, über welche Themen oder welche Personen wir mal ein Video machen sollten. Wir sind gespannt auf eure Vorschläge. Ansonsten liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat, und abonniert Wissenswert für interessante und unterhaltsame Videos jede Woche. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.